Dinge in Tears of the Kingdom, die das Spiel besser machen als Breath of the Wild. Wenn du in Breath of the Wild, während du in der Luft bist, schon deinen Bogen gezogen hast, hast du permanent Ausdauer verloren. Tears of the Kingdom hat es aber nun angenehmer gemacht, denn man kann so lange die Zeit einfrieren, wie man will. Man verliert erst Ausdauer, sobald man einen Pfeil verschossen hat, was ziemlich cool ist und einen mehr Freiheit bietet. Jede Waffe hat nun seinen eigenen Icon, was dir sagt, ob die Waffe ein Einhänder, Zweihänder oder ein Speer sein soll. In Breath of the Wild gab es das nicht, denn es war irgendwo selbstverständlich, welche Waffe was ist. Aber in Tears of the Kingdom ist das eine unglaubliche Hilfe, denn durch die Fähigkeit Fusion weiß man selten auf dem ersten Blick, was eine Waffe was sein soll. Wenn man in Tears of the Kingdom schon eine große Fee gefunden hat, werden dir alle Feen, die es in Hyrule gibt, markiert. Was eine unglaubliche Hilfe ist. In Breath of the Wild gab es leider keine Markierungen. Man musste die großen Feen selber auf der Karte markieren oder du musstest reinzoomen, um zu erkennen, dass sich dort überhaupt eine große Fee befindet. Abonniert diesen Kanal hier für mehr Zelda-Content.